Wo es Ego gibt, ist auch Leid. Ich denke, die Leute sollten auf mich hören. Warum hören sie nicht auf mich? Und ich fühle dadurch Leid. Oder vielleicht ist es eine einzelne Person und in dem Moment scheint es, dass deren Idee in diese Richtung geht und meine Idee nicht. Und wieder ist es mein Ego, das mir in die Quere kommt, weil ich das Leid davon spüre. Oder ich erwarte, dass man mir Zuneigung, Liebe und Wertschätzung entgegenbringt, aber man ist nicht dazu bereit und ich bin darüber verärgert. Das Leid, das durch all diese Situationen entsteht, sagt mir also, ich habe aus meinem Ego heraus gehandelt, nicht als ein Instrument. Als Instrument, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich will, ist es in Ordnung. Es ist mehr eigene innere Vorbereitung erforderlich, mehr Arbeit, die ich innerlich machen muss. Und so ist Leid das große Zeichen, dass es Ego gibt. Das ist eine sehr klare Angelegenheit. Die zweite Sache ist, ich habe den Beginn des Tages erwähnt und die Erhaltung des Selbst während des Tages. Jetzt möchte ich ein bisschen über das Ende des Tages sprechen. Am Ende des Tages kann ich mir selbst einige reflektierende Fragen stellen. Nicht, dass ich sage, ich war schlecht, ich habe dies getan. Ein bisschen anders. Was habe ich heute gelernt? Und es sollte keinen Tag geben, an dem ich nichts lerne. Ja, vielleicht ist es etwas, das ich gelesen habe, etwas, das ich gehört habe. Oder vielleicht war es auch nur eine Situation, die mich etwas gelehrt hat. Sich dessen bewusst zu sein und so diesen Prozess des Lernens wirklich als lebenslangen Teil meiner Reise beizubehalten. Und so die ganz einfache Frage, was habe ich heute gelernt? Und die zweite Sache, wiederum um den Tag zu reflektieren, die zweite Frage ist, hätte ich etwas anders machen können? Ich habe diese Person getroffen und ich blicke zurück und sage, ich hätte es anders machen können. Ich hatte ihr etwas zu sagen, das nicht einfach für sie war. Und ich war ein bisschen zu streng. Ich hätte es sanfter machen können. Ich hätte es anders machen können. Wenn ich mir selbst diese beiden Fragen stelle und im Einklang mit mir bin, stelle ich auch sicher, dass ich mir die Dinge, die ich morgen anders machen will, klar gemacht habe, damit ich dann morgen mit einem anderen Bewusstsein beginnen kann. Und so gibt es allmähliches Wachstum. Und ich stecke nicht fest. Denn als Führungskraft haben nicht viele Leute den Mut, einem zu sagen, was man getan hat, das nicht ganz so war, wie es hätte sein sollen. Das ist also die eine Sache, sich selbst checken und durch dieses Checken Veränderungen herbeiführen. Das andere sind Treffen wie dieses zu haben, wo man mit Gleichgesinnten, wo man mit Gleichaltrigen zusammen ist und man sich austauschen und von der kollektiven Weisheit der anderen lernen kann. Sie sehen, gestern und auch heute hat jemand eine Frage gestellt und es gibt eine Antwort aus der ganzen Versammlung heraus. Und das ist genau das, worum es bei diesen Treffen geht. Es ist nicht eine Person, die ein Guru ist, sondern wirklich die Versammlung und die kollektive Weisheit der Versammlung ist in der Lage, sich zu entwickeln. Und weil es Gleichgesinnte sind, wollen sie nichts von einem. Sie stehen nicht in Konkurrenz zu einem. Was immer sie sagen, haben sie erfahren und davon kann ich profitieren. Und so würde ich empfehlen, dieses Treffen jetzt zu nutzen, um darüber nachzudenken, wie man regelmäßig zusammenkommen kann, sodass es für alle angenehm ist. Ich werde nicht sagen, jeden Monat oder was auch immer. Es liegt an Ihnen allen zu sehen, was passt. Aber regelmäßige Zusammenkünfte zu haben, in denen es diese Art von Austausch geben kann,
und wo kollektive Weisheit auftauchen und einen gegenseitig unterstützen kann. Das ist ein riesengroßer Lernprozess, der machbar ist. Und ich glaube, es gibt hier ein Wort, das ich nicht häufig verwende, aber es ist ein wichtiges Wort, weil es häufig missverstanden werden kann. Aber ich werde es benutzen. Losgelöstheit. Losgelöstheit hat nichts mit Kälte und Gefühllosigkeit zu tun. Ich spreche von einer anderen Losgelöstheit, einer Losgelöstheit von meiner eigenen Haut. Und wenn ich in dem Gewahrsein bin, dem Gewahrsein, wer ich wirklich bin, dann kann ich mich in diesem Gewahrsein vorwärts bewegen. Jeden Schritt, den ich mache, jedes Wort, das ich spreche, ich kann fühlen, dass es mich vorwärts trägt. Und wenn mir das entgleitet, ungewollt, ich will nicht vergessen, aber es gibt so viele Dinge, die mich ablenken, sodass ich wegrutsche. Und wenn ich in diesem Gewahrsein bin, dann wird irgendeine Art Schatten aus dem Inneren offenbar und es wird Leid geben. Das andere sind die Schatten, die da draußen existieren. Und das kann etwas sehr Persönliches sein. Meine Interaktion mit jemandem, mit ein paar Leuten, die nicht so war, wie sie sein sollte. Inwieweit ist es dann mein Fehler, mein Karma? In welchem Ausmaß ist es deren Negativität? Darüber muss ich nicht nachdenken. Aber in diesem Moment, um mich zu schützen, sowohl vor dem Individuellen als auch der allgemeinen Situation der Welt, die Menschen haben Angst vor Covid, und auf der anderen Seite sagen sie, es ist eine Verschwörungstheorie. Nun, wem glaubt man und wohin führt das? Und ja, es gibt eine Menge, mit dem sich Joe Biden in der kommenden Zeit auseinandersetzen muss. Und es ist nicht nur in einem Land, sondern es ist definitiv auch hier in Großbritannien verbreitet. Die Kluft der Rasse, die Kluft der Religion, die Kluft der Kultur, all das gibt es hier. Es ist also bis zu einem gewissen Grad überall vorhanden. Diese Schatten sind also auch da draußen. Und für mich ist das jetzt etwas sehr Persönliches, aber ich teile es mit Ihnen. Wenn ich mich mit der Quelle verbinde, der Quelle aus Licht und Liebe, es ist fast greifbar. Ich kann diesen Mantel des Schutzes spüren, der mich umgibt. Und ich weiß, dass ich sicher bin. Und ich mache das sehr bewusst, wenn ich weiß, dass ich in eine schwierige Situation komme. Ich umgebe mich mit diesem Licht und dieser Liebe. Und natürlich ist es wiederum nicht immer möglich, sich daran zu erinnern und das beizubehalten. Aber es funktioniert. Und eine Erweiterung davon ist, nicht nur als ein Schutz für mich selbst, und das habe ich sehr, sehr oft in verschiedenen Situationen benutzt, ich kann diese Aura, diese Energie auch auf andere ausdehnen, sodass auch sie unter diesen Baldachin kommen. Es funktioniert nicht immer sofort, manchmal dauert es eine Weile, aber es funktioniert. Und ich habe Menschen sich verändern sehen. Inwieweit es ihr Moment der Transformation war, der richtige Moment kam, und inwieweit es vielleicht ein bisschen mein Beitrag war, ich weiß es nicht. Aber ich habe gesehen, dass Veränderung auch bei anderen stattfindet. Und dieser Baldachin aus Licht und Liebe ist sehr kraftvoll und er ist ein Schutzschild. In meiner Erfahrung hatte ich nie den Gedanken gehabt, dass ich mutig sein muss. Aber wenn es eine schwierige Situation gegeben hat, und ich sehr, sehr klar gewusst habe, dass dies der Schritt ist, den ich tun muss, war es, als gäbe es eine andere Kraft, die mich motiviert hat und mich dazu brachte, diesen Schritt zu tun. Es ist im Nachhinein, dass man zurückblickt und sagt, das hat viel Mut gekostet. Oder vielleicht sagen andere Leute um einen herum auch, das hat viel Mut gekostet. Aber in dem Moment, wenn wir eine Entscheidung treffen oder einen Schritt in eine bestimmte Richtung machen, ist das kein bewusster Gedanke, jetzt brauche ich Mut. In dem Augenblick ist es etwas, das so mächtig ist, dass es
es über einen hinausgeht. Im Nachhinein sagt man, wie ist das passiert? Und ja, es war sehr mutig, aber ich habe zu dem Zeitpunkt nicht darüber nachgedacht. Ich musste es tun.